Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu einem weiteren Tag hier in Subsistence im Paradies. Ja, der Morgen graut, ne? Man blickt hier hinunter ins Bärental. Da ist noch so ein bisschen Nebel, wie es aussieht. Aber man sieht zumindest schon, ja, da unten das Feuer der Hunter, die uns in der letzten Folge besucht haben. Ne? Da ging es ja richtig zur Sache. Ich habe schon gedacht, das war's jetzt. Nein, wir sind noch am Leben. Nach wie vor. We are still alive. Zu meiner Überraschung, aber damit habe ich kein Problem. Das finde ich in Ordnung. So, wir sind bestens ausgerüstet. Ich habe soweit mal wieder die Wasserflaschen am Start. Ne? Genau, eine haben wir noch, aber wir sollten jetzt mal losziehen. Unsere Wasserflaschen auffüllen. Dann schauen wir noch kurz. Hallo, grüß dich. Eine Bertha ist auch wieder da. Genau, wie viele Viecher haben wir am Start? Zwei Stück. Ich meine, das war ein Hase und eine Hennin, wenn wir es gerade gesehen haben. Gut, also ein bisschen so ist mit dabei und vielleicht finden wir ja in der Zwischenzeit noch den einen oder anderen Hasen. Ne? Wir brauchen den Stoff. Wir haben ein bisschen Stoff ja vergeudet. Na, ich weiß nicht, kann man das vergeuden nennen? Eigentlich nicht, gell? Wenn man Bandagen herstellt, dann ist das mit Sicherheit, beziehungsweise nicht nur Bandagen, sondern auch andere wichtige Sachen, wie beispielsweise so Medical-Zeug und so ein Zeug, ne? Beziehungsweise braucht man dafür Bandagen? Ich glaube schon, oder? Stoff meine ich. Hier, genau, für die Health-Kits, genau. Das ist, denke ich, elementar wichtig. Also von dem her vergeudet ist das falsche Wort. Wenn wir vergeudet sagen, okay. So, hallo? Ach, der Otto, ja. Okay. Ja, jetzt, mein Gott, mach dich locker, Junge. Der macht gleich wieder einen Alarm, du. Ne? Ja, der Wolf kommt auch. Super. Oh. Schnell weg. Okay, Gott. Niemand will was von uns. Sehr gut. Also hier sind wir nicht willkommen, wie es aussieht. Dann müssen wir halt in die Richtung gehen. Auch kein Problem. Was soll's? Nur im Laufe die ganzen Deppen hier. Zack. Da ist eine leckere Kiste, die ich haben will. Oder eine Tasche, besser gesagt. Jupp. Meins. Und da war noch eine Kiste. Genau, eine Baukiste. Ja, jetzt regt sich der Otto wieder auf. Ja. Oh, mit Bärchen sogar. Schau an. Okay, Waffe an den Start. Ne, be prepared. Da kommt der nächste Otto. Ja, Sapperlot. Was ist denn heute los da? Alle zwei Meter irgendwo ein blödes Viech. Kommt der? Ne, ich hoffe nicht, ne? Oh Gott. Ja, klar. Junge, Junge. Sind die hier oben auch schon, verstehst? Diese schwachen Maden, diese elendigen. Überall lauern es dir auf, du hast keine Ruhe mehr, verstehst? Widerlich. Zaubereisen-Finische. Oh Mann. Mann. Also hier oben jetzt auch ein paar Vollposten. Wobei, das sind Nomaden, die bauen nichts. Okay, das geht noch. Ja, die Asche nehme ich mal mit. Ne, dankeschön. Super, die Taschen sind schon wieder voll. Alter Walter. Gut, ich meine, 5 Slots sind da natürlich alleine schon. Oh Gott, jetzt komme ich da wieder nicht hin. Nee. Okay. Also manchmal muss man so ein bisschen komisches Gehoppel machen an diesen Steinen, wenn man dann die Erze haben will. Schrecklich. Schrecklich. Aber was wollte ich sagen? Die Taschen sind schon wieder voll. Genau, was halt daran liegt, dass wir allein schon 5 Slots verbrauchen wegen der Wasserflaschen, der Canteens. Jawoll. Schön. Gunpowder und Casings. Ne? Können wir gleich wieder Munition herstellen. Machen wir auch gleich. Ja, können vor Lachen. Genau. Okay, wir können nicht zu wenig Casings. Aber die Idee war gut. Ne? Genau, der Plan war gut. Die Umsetzung leider nicht. Naja. Da drüben ist noch ein Erz.
Sehr schön. Okay, her damit. Ich habe jetzt dann übrigens, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich unseren Schmelzofen deaktiviert. Ich meine, wir haben über 50 Eisensplitter jetzt. Das sollte hoffentlich erstmal reichen. Ich habe auch dann unseren Power Generator deaktiviert. Einfach um noch ein bisschen zu sparen, also Ressourcen zu sparen. Denn ich meine, wir haben ja schließlich unsere Solarzelle plus den 0,3 Bonus, solange es unter 500 ist. Also der soll sich da schön auffüllen und da vergeude ich ungern mein Benzin oder mein Biofuel, ne, je nachdem halt. Na, schnüffel mal woanders da drüben, doch, mein Freund. Alles essen. Apfel essen, Proteine essen. Ne, gleich direkte Verwurstung bzw. Verkostung. Hat ja mit Wurst nichts zu tun, ist auch klar. Aber es ist, denke ich, klar, was gemeint war. Wie viel Schuss haben wir noch? Zwei haben wir noch fürs Gewehr in der Pipeline. Fünf im Magazin und zwei auf Reserve. Ist nicht viel, ich weiß. Dann eine schöne Baukiste. Nehmen wir die auch noch schnell mit. Jawohl. Okay. Wasser holen, nicht vergessen. Ne? Wir brauchen Wasser. Da ist auch noch ein Hühnchen da unten. Das könnten wir uns auch noch schnell holen. Dann hätten wir eine zweite Bertha. Bertha 2. Hallo? Ah ja, genau. Jetzt musste ich gerade umdenken, ne? Kingdom Come Deliverance lässt grüßen. Wo ist sie denn? Da drüben ist sie. Ah, hat mich wieder gesehen. Ah, ja. Bertha, komm zu mir. Ach, diese... Ganz ehrlich. Da hab dich, haha. Meins. Steck halt ein, du. Mein Gott. Na gut, also Henne Bertha ist erledigt. Jetzt noch schnell Wässerchen holen, dann ab nach Hause. Bertha in den Stall stopfen. Taschen ausmüllen. Genau, erstmal schön die Füße nass machen, ne? Sehr wichtig. Immer schön ins Wasser laufen, sonst kann man die Flaschen nicht auffüllen. Diese Logik, die ist mir auch noch ein Rätsel, aber ist halt so, ne? Muss man sich mit abfinden. So, also langsam verliere ich aber den Überblick, wo diese ganzen Vollspaten ihre Lager haben. Wir haben jetzt natürlich durch den Besuch bei den zwei Herrschaften, die wir weggebasht haben, vermutlich wieder eine Art Einladung ausgesprochen. Was bedeutet, die werden natürlich jetzt auch wieder vorbeikommen. Wenn sie respawned sind da oben an ihrem Lagerfeuerchen. Hallo? Okay, ne, alles gut. Ah, Moment, Munitionskiste. Ne, da muss ich gucken. Vielleicht ist was Hübsches drin. Jetzt wäre es natürlich übel, eine Lockpick-Kiste, ne? Mit vollen Taschen, das wäre jetzt echt übel. Ja. Hey, cool. Ah, die nächste Bertha? Da war... was schmeiße ich weg? Gar nichts. Gar nichts schmeiße ich weg. So machen wir das. Genau. Ein Biofuel mitgenommen. Haha. Nichts weggeschmissen. Ressourcenmanagement, sage ich mal, ne? Genau. Obi, der Messi. Ja, ich höre die Kommentare schon wieder. Oh Gott. Was ist jetzt wieder los? Mir ist der Stoff wichtiger. Da lasse ich die zwei Maden hier. Ja, ja. Wir haben Maden noch zu Hause, deswegen der Stoff ist mir wichtiger. Schau mal, die Jungs sind inzwischen auch neu gespawnt. Da unten kniet er, genau. Da ist er.
Der Kollege. Zack. Wäre der Hase, ja. Mhm. Jetzt hätten wir natürlich auch die zwei Granaten, die wir brauchen, um die Kiste aufzumachen bei denen in die Hütte. Heißt, der nächste Angriff, ich warte bloß drauf, dass sie kommen. Dann macht's Boom Boom. Und dann ist das Thema durch. Ja, dann machen wir die Kiste auf und looten alles, was sie da haben. Okay, so, jetzt aber schnell das, ich muss das Hühnchen, weil ansonsten ist das tot, bevor ich zu Hause bin. Sofort jetzt nach Hause. Nicht mehr ablenken lassen. Sagt sich so leicht. Ja, ja, ich weiß. Ach komm, ist nicht euer Ernst. Das war knapp, Alter. Das war knapp. Jolleck. Boah. Hat der... Oh. Was macht denn der? Der haut meine Hütte. Hörst du auf? Hörst du auf, meine Hütte zu hauen? Aua. Schiff 5, du Luja, sag ich. Du spinnst ja. Macht er hier meine Hütte kaputt, ey? Oh, volles Fundament. Schau mal hier, was der Schaden gemacht hat, der Onkel. Jolle. Der brennt ja, du. Der hat ja was am Helm. Geht's noch? Was ich wegen der Flachzange jetzt wieder reparieren muss? Alter Falter, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht und ich habe schon wieder viel zu viel Getöns. Mann, Mann, Mann. Okay. Viel zu viel Getöns. Super, also dann pass auf. Hämmerchen her. Ja, beziehungsweise nein. Nix Hämmerchen her. Jetzt erst einmal den Onkel hier auseinandernehmen. Keine Angst, die Blutung hört vorher auf, ne? Wenn ihr sagt, oh, der Hobby, du blutest. Ja, ich weiß. Boah, Alter, das hat sich ja richtig gelohnt. Schön. So, jetzt schaut, die Blutung ist schon weg. Alles gut. Okay, also den ganzen Scheiß packen wir da rein. Zweimal Leber, zweimal Fett. Ja, ist doch nicht schlecht. Okay. So, Fett kommt da rein. Zack, 1, 2, 3. Du kommst da rein, du kommst da rein. Stoff kommt da rein. Da tun wir das Wässerchen rein, plus Tomatensamen. Ja, Samen. Ja, genau. Samen hat er gesagt, der Hobby. Ich weiß. Okay, so, jetzt reparieren bitte. Hat er mir fast mein Dingens kaputt gemacht hier, ne? Voll aufs Fundament gegangen, der Hund. Fett. Also nicht der Hund, sondern der Bär war natürlich gemeint, aber ist klar. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn der uns das Fundament hier zerzimmert hätte. Kann ich das eigentlich upgraden? Ah, es würde gehen, okay. Na gut. Habe ich noch nie ausprobiert, deswegen. Zack, zack, jawohl. Was? Oh. Kam gerade nochmal Mist. Okay, sie haben wieder Mist gemacht, unsere Viecher. Sehr sympathisch. Wenn die Viecher Mist machen, ja. So, du kommst da rein, du bleibst da, du kommst da rein, du kommst da rein. Der Mist kommt da rein. Jetzt wird es wieder langsam ein bisschen unübersichtlich, genau. Messerchen. Ich habe in der Nacht oben das Wasser aufgefüllt bei unserem Beet, also nicht wundern. Das ist auch okay. Das schmeißen wir mal zusammen. Zack, genau. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Halt, stopp. Split half, genau. Das kommt da rein. Wir sollten auch mal wieder fischen. Ja, 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 ich weiß. So, was macht der Strom? 400, okay. Na, also ihr seht, wir haben eigentlich genug. Kein Thema. Alles frisch. Okay, zack. Split half.
Okay. Dann bitte mal ein bisschen Ammo. 1, 2. Okay, das ist... Moment, Potassium können wir gleich hier rein tun. Das ist Eisen, das ist Kupfer. Können wir auch drüben rein tun. Genau, 29 Zahnrädchen. Okay, also Erz, ne? Erz haben wir inzwischen echt viel. Ja, sieht doch gut aus. Die Tomato ist fast fertig hier. Schön. Was brauchen wir denn zum Upgrade für unser Solarpanel? Ein Rope, ein Ingot und ein bisschen... ja, genau. Okay. Rope und Ingot. Das kriegen wir hin. Split one. Schnell nach unten gelaufen. Jawohl. Und ein Rope, genau. Und dann sollten wir das Ding upgraden können. Bin ich mal gespannt, wie viel das bringt. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Und zack. Naja, 0,02. Ist jetzt nicht der Hit, ne? Es ist, ja. Naja, aber das im Endeffekt ist ein 0,11 zusätzlich, die es frei Haus gibt. Immer. Allerdings hat es jetzt nicht so viel gebracht. Ne? Wir wissen, unser Kühlschrank frisst 0,2. Also das hilft uns jetzt hier halt. Bis 500 ist es ein bisschen schneller, aber naja, so wirklich prickelnd ist das jetzt auch nicht, gell. Es kostet ein neues, der Kleber, genau. Kleber. Wir haben doch einen Kleber, ne? Ich glaube schon. Ja, wir haben schon Kleber. Nicht viel. Das haben wir, glaube ich, oben hingeschmissen, ja. Moment. Pass mal auf. Split one. Split half. Ja, sehr lustig, ja. Sehr, sehr lustig. Split half. Mhm. Mach gerade mal bei 2 Split half. Genau. Ja, kommen wir genau rechtzeitig, glaube ich. Ja. Ja. Die werden uns hier wieder die Haare vom Kopf rissen, die Herrschaften. Oh, Mann. Okay, so, kommen wir da rein. Okay, dann können wir wieder raus. Ist doch die Idee. Komm, ein kleines bisschen noch. Kleines bisschen noch Gassi gehen. Jetzt hätten wir Platz für die Lockpick-Kiste. Die wir hoffentlich finden. Oh, sehr schön. Munition. Noch mehr Munition. Jawohl. Dankeschön. Okay, Moment. Zack. Erzkloppen, ne? Ne, ich habe gut gedacht, ich hätte was gesehen. Nee, okay, hab mich verschaut. Schade. Hab schon gehofft. Aber da war die Hoffnung, ne? Da war die Hoffnung und sonst nix. Naja, wir können wieder zum Triumphbogen schauen. Der hat uns schon ein paar Mal Glück gebracht. Was das Thema Lockpick-Kiste angeht. Schon wieder ein kleines Screenshot, Hobby. Nein, das ist diesmal ein anderer, glaub mir. ja, es ist ein böses Spiel, ich weiß. Hobby, du hast immer die kleinen Screenshots. Ja, was kann ich dafür, wenn ich immer schöne Sachen finde? Ja, leck, schön. Ne? Fast wieder die Metallsplitter, die wir für den nächsten Lockpick brauchen. Hervorragend. Sehr gut. Bisschen Kupfer, bisschen Sinews. 7 Stück. Geschenkt, ne? Absolut geschenkt. Da war richtig was drin in der Kiste. Das hat sich mal dick gelohnt. Hep, hep.
So, wo ist hier das Erz jetzt? Hallo? Nee, oder? Nee, ist eine normale. Okay, ich hätte da gelacht. War da nicht gerade ein... Okay, das Erz ist nicht mehr da. Habe ich mich verschaut. Da war doch ein Erz, oder? Nee, okay. Vielleicht doch nicht. Eine Fata Morgana. Das hebt die Stimmung. So eine kleine, bescheidene Lockpick-Kiste. Geht zumindest mir so, dass ich mich da immer freue, wenn ich so eine finde. Außer ich habe kein Lockpick, ja, genau. Aber wenn es dann mal läuft, dann ist alles gut. Muss halt laufen, ne? Gerade der Anfang ist immer so zäh, bis du da mal so alles hast. Aber dann... Ja, 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 ja. Uah, super laut. So, hier war doch auch irgendwo so ein... So ein Spaten, oder? Da drüben, ja, 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 genau. Ist aber ruhig bis jetzt, der Kollege, ne? Aber ins Feuer, ja, ja, kommt an. Hoffe ich hier mal schön außen rum. Ich muss ja da jetzt keinen Nachbarschaftskrieg vom Zaun brechen. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Ja, Bär, komm, hol dir den. Warum haust du den nicht? Da, warum geht der Bär jetzt nicht auf den Deppen da los? Das ist doch unfair. Ne, uns riecht er 20 Meilen gegen den Wind. Wahrscheinlich, weil der Hobby in den ganzen 32 Tagen, die hier jetzt schon am Start ist, kein einziges Mal geduscht hat. Wobei, wir waren schwimmen. Stimmt also nicht, Leute. Ne, stimmt nicht. Wir waren schwimmen. Das zählt bei mir eigentlich auch als Dusche. Hätte ich gesagt, ne? Also ich will da nichts hören von wegen, du stinkst halt 20 Meilen gegen den Wind oder so. Das glaube ich nicht. So, Angel, auf geht's. Ne, der ist gar nicht blöd, der macht sein Lager hier direkt in der Nähe, in der unmittelbaren Nähe des Sees auf. Das ist echt clever. Gar nicht blöd. Hier in der Südsee. Aber hier sehen wir wenigstens sein Lager, ne, wenn er herkommt. Aber finde ich komisch, dass der Bär nicht auf ihn losgegangen ist. Ne? Es müsste eigentlich die gleiche Reichweite gewesen sein. Aber ich meine, vielleicht passiert es ja noch. Wir hören es von hier mit Sicherheit, wenn der da drüben zu ballern anfängt. Wenn sie unser Lied spielen. Genau. Hauptsache, sie lassen unsere Hütte heute mal in Ruhe, ne? Oh, schon mal, wir haben sogar die zwei Patronen gefunden für unsere Shotgun. Können wir gleich nachladen. Mhm. Schon wieder später Nachmittag. Ja, sag mal, wo sind denn die Fische hin? Ist der Köder vielleicht alt? Ist die Made zu alt? Hallo? Das glaube ich ja gar nicht, ne? Da geht gar nichts. Kein Fisch will anbeißen. Bodenlose Frechheit. Das geht ja gar nicht. Also nicht so lange, dass wir da warten müssen. Gibt's da nicht. Oh, na also. Oh, das ist ein großer. Jawohl. Sehr schön. Ein großer Stinker. Haben wir noch Platz? Ja, haben wir. Also mal in die Richtung. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Ja, vielleicht sind die Fische da hinten. Ja, ich wurde ja auch mal gefragt, auf was für Settings spielst du eigentlich? Habe ich glaube ich nie gezeigt, ne?
Also ich spiele auf Ultras. Ultra-Setting. Ich finde, das Spiel sieht optisch schon recht hübsch aus. Hopp. Klar, ist jetzt natürlich kein Kingdom Come Deliverance, ja, aber man darf nicht vergessen, ne, Ein-Mann-Entwickler. Das hier sind nicht die Warhorse Studios. Und ich denke, dafür ist das Ding auf jeden Fall hübsch, ne? Ein kleiner, naja, immerhin besser als nichts. Also man braucht nicht immer eine, man möge mir den Ausdruck verzeihen, Grafikhure. Sondern ich denke, die Optik hier, die tut's auch. Die ist auch aller Ehren wert. Mir reicht es hier völlig aus. Wenn man da zum Beispiel an Seven Days to Die denkt. Also das ist noch deutlich pixeliger. Und deswegen, also mir reicht's. Mir reicht es. So, gehen wir mal hier rüber. Jetzt wieder einen Tick nach links. Ne? Nicht, dass wir den Nachbarn wieder aufschrecken. Das wollen wir nicht. Muss ich bloß schauen, dass hier oben jetzt keiner mehr ist. Und dass die Nomaden hoffentlich weg sind, die sich hier angesiedelt haben. Ja, sieht gut aus. Ja, die waren ja hier unten. Ne? Hier im Tal hatten die ihr Lager. So, da ist die nächste Kiste für uns. Und wir müssen uns unbedingt wieder ein Lockpick herstellen. Danke, nächste Tomatensaat. Und wir müssen ganz dringend was essen, glaube ich. Ja, weil unser Ausdauerbalken regeneriert nicht mehr so gnädig, was für mich immer ein sicheres Anzeichen ist. Junge, du hast ein Problem. Irgendwas fehlt. Ja, da fehlt definitiv was. So, okay. Filet, da machen wir ein Öl draus. Das Filet hauen wir mal auf den Ofen. Zack. Welchen können wir eigentlich essen, ne? Genau. So. Boah. Alter, was geht denn jetzt ab? Ist das der Depp von da unten? Komm. Das ist wahrscheinlich der Depp vom See, oder? Ja, jetzt wo ich meinen Fisch da drin habe, verstehst? Okay. Boah. Boah, Alter. Der macht keine Gefangenen. Okay, pass auf. Ich muss den Fisch ja mal ganz kurz. Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Jetzt komm, bleib halt mal stehen, Mensch. Komm doch mal hoch. Ich sehe dich doch nicht. Boah, worauf hast du gerade geschossen, Junge? Du Sack. Kommt er einfach um die Ecke und macht hier Ärger, so, oder was? Geht ja gar nicht. Was fällt ihm ein, da? Er war ja bloß einer. So, wo ist seine Kiste? Da. Oh ja, mei, geil. Fleisch hat er dabei, ist okay. Da schackst, gell? Depp. Ich laufe friedlich bei dir vorbei. Was machst du? Du machst hier Stress. Was ist kaputt? Ah, nicht viel, oder? Nee, alles gut. Okay. Alles gut. Kein großer Schaden. Okay. So, dann Fleisch auf dem Grill. Andere Zeug machen wir jetzt auch noch schnell fertig. Zack, zack. Okay. So, da hätten wir noch Proteine. Pfeifen wir auch rein. Oh, Gesundheit, ne? Sieht nicht gut aus. Cordage, jawohl. Tomatensamen, so. Ist fast fertig, ne? Okay, kommen wir mal Licht an. Jawohl, der erste ist fertig. Können wir gleich essen.
Fisch geht ja deutlich schneller als, das Steak. Haben wir auch schon gelernt. So, nachfeuern. Ja, hallo, wieso dauert das so lang? Machen wir nicht. Na, also, geht doch. So, da können wir gleich mal auffüllen. Zack. Du fliegst da rein. Steak ist fertig. Passt auch. Kommt auch da rein in den Kühlschrank. Ne, wir haben genug zu essen jetzt. Alles ist gut. Beziehungsweise, weißt du was, wir können ja eigentlich mal ein bisschen Fleisch einfach mal durchbraten jetzt, ne, wenn wir zu Hause sind und drauf aufpassen. Vor allem mit der Betonung auf drauf aufpassen. Okay, so. Wir könnten 18 Kräuter ansetzen, wenn wir das wollten, aber ich glaube, wir wollen das gar nicht. Naja. Okay. Das kommt nach oben. Das ist unten. Das ist die Nägel auch. Der Rest ist alles oben, ne? Ja. Der Rest ist alles halt hier noch. Zack, genau. Kommt da rein. Nägel, Holz. Der Rest ist oben. Fleisch ist noch nicht durch. Hier ist wieder so dunkel da. Eieiei. Nee, ist okay. Ich habe mich verhört. Ich habe schon wieder gedacht, wir machen Stress. Nee, alles gut. Zack. Zack, zack. Ah, das wäre auch unten gewesen, ich Idiot. Kommst dahin, du kommst dahin. So, jetzt mal kurz nach dem Fleisch gucken. Noch nicht fertig, okay. Sinews, 15 Sinews, ne? Wir sagen vielen Dank. Was brauchen wir für den Lockpick? 4, 2, 18. Ja, okay. Huch, mein Fleisch. Moment. Jawohl. Alles gut. Bis 5. Ne, 5 ist Stack Limit, soweit ich weiß. Bei 5 ist Schicht im Schacht. So, dann wollen wir uns den nächsten Lockpick herstellen. Oh, da brauche ich 500 Energie, aber die haben wir ja gleich, ne? Genau, schalten wir kurz das Licht aus. Geht's noch schneller. Okay, ich schalte mal kurz das blöde Ding hier an, dann geht's noch schneller. 1, 2, 3, ne, wir zählen kurz bis 10. Und dann ist das Thema erledigt. So, okay, Lockpick, bam. Läuft. Okay. So, jetzt können wir wieder anmachen. Schwupp. 03303. Jetzt haben wir natürlich keine Solarzelle, aber es ist wurscht, der Kühlschrank läuft noch. Wichtig ist halt, dass der Kühlschrank nicht ausgeht, denn wenn der ausgeht aufgrund Energiemangel, der springt dann nicht automatisch wieder an, sondern du musst diesen manuell aktivieren und wenn du das nicht merkst, dass der Kühlschrank aus ist, dann hast du echt ein Problem. So, Tomate ist fertig. Eine zumindest. Da ist nichts fertig. Okay, wir brauchen unseren Mist. Und die Asche. Und da können wir eine Tomatensaat wieder an den Start bringen, ne? Wir hätten ja noch welche da unten. So, Tomaten kommen da rein. Split one. Genau, zu mir bitte. Danke. Wir nehmen mal zwei Wässerchen mit. Das lassen wir hier unten. Und dann ist hier der nächste Kollege am Start. Jawohl, passt. Ah, hier haben wir Schaden gekriegt. Okay. Ja, hier, das Dach hat ein bisschen Schaden gekriegt. Oh, das Beat auch. Sapperlot. Der mit seiner blöden Granate, der Arsch. Ne? Der Arsch mit seiner blöden Granate. Glaube ich ja nicht. Schönen Dank auch. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man so ein Beat repariert. Moment, den brauchen wir. Nicht, dass ich den vergesse. Ich nehme jetzt einfach mal Standard mit zur Reparatur. Ich hoffe, das reicht irgendwie. Mal schauen. Jetzt seht ihr wieder nichts, weil es hier so dunkel ist, ist mir klar. 1, 2, 3, jawohl.
Holz, okay, alles klar. Normales Holz. Gut, da können wir, denke ich, mitarbeiten. Da können wir mitarbeiten. Wir brauchen wieder Holz. Ja, ich habe nur noch 2 Stacks. Okay, Beete ist repariert. Oh, verdammte Hacke, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Energie. Wer kommt jetzt wieder? Ich muss den Generator anschalten. Sonst reicht die Energie nicht. Ja, genau, die zieht nämlich richtig. Oh, Leute, wir werden hier ständig attackiert. Habe ich noch genug Schuss? Ja, ich hätte noch, okay. Wo ist er jetzt? Hat einmal kurz mit dem Bogen verstößt und dann war es das, oder wie? So ein Feigling. Energie sparen, so. Wo ist er? Hm? Wo ist er? Die Burschen sind es nicht, die sind da unten. Komisch. Ja, zum Glück wird es wieder hell. Ich sehe hier niemand. Wer hat uns hier angegriffen? Solarzelle geht's gut. Die hat auch nichts abgekriegt. Leute, seht ihr jemand? Ich sehe niemand. Mysteriös. Ein Phantom greift uns an. Sehr merkwürdig. Phantomias. Ja gut, ich meine, wenn da nichts mehr kommt, ne, dann. Das muss gut sein für heute, hätte ich gesagt. Ja. Wenn nichts mehr kommt, lass mal es gut sein. So, Licht aus. Zack, genau. Dann können wir auch hier den Generator ausmachen. Genau, wir machen wieder Energie jetzt, ne? Kommt dann die Solarzelle dann auch. Split One, das kommt da rein, das kommt da rein. Hämmerchen kommt wieder dahin. Ja, und dann sind wir fertig für heute. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein bei Subsistence. Vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, ne? Zu Tag 33 dann. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut. Und Servus.